Oh, die Schule war heute wieder so öde, oder? Findest du nicht? Ganz schnell raus hier. Ich halte sie wirklich nicht mehr aus, Ich auch Lami. nicht. Was macht denn Was? die Bärenfalle da? Hä? Warte, du musst da raus. Dann. Au! Mein Fuß wurde dort eingeklemmt, aber. Alles okay? Ja, aber wer stellt denn eine Falle vor die Schule? Stimmt, das ist irgendwie ein komischer Troll. Ich glaube, so ein Troll würde auch keinen Licks oder so machen. Also das ist echt gefährlich. Sowas gehört nicht vor die Schule. Aber hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein Video hochladen. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiArmy oder auch Team Emily oder auch LixArmy. Dann habt ihr eine höhere Chance, im nächsten Video eingeblendet zu werden. Und Freunde, was war das mit dieser Bärenfalle? Was hat es damit auf sich? Ich Irgendwie weiß es nicht. gruselig, oder? Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht wollte jemand der Horrorlehrerin einen Streich stellen. Stimmt, Und aber jetzt sind irgendwie. wir da reingelaufen. Das ist Ja, natürlich aber. nicht so gut. Das ist ja irgendwie ein brutaler Troll, findest du nicht? Ja, aber oh, mein Bauch ist ganz leer, Lami. Ich Dein Bauch ist glaube, leer? Stimmt, wir unser, müssen also, was. Kind ist ja schon raus aus dem Bauch. Du hast wieder so einen dünnen Bauch. Und jetzt kann da ganz viel wieder rein, würde ich sagen. Wollen wir Okay. nicht zu Mc's was essen gehen, Lami? Ja, können wir gern machen. Ein Schild? Da steht aber seit neuestem, oder? Ich habe das auch noch nie gesehen. Vielleicht bei dem Laden hier? Wollen die Werbung für den Laden machen? Ich glaube, die wollen Kunden anlocken. Und dieses Schild hier? Noch mehr Pfeile, aber Ich glaube, das führt in diese Gasse rein. Wow! was ist Stimmt! das denn? Kostenlose Diamanten? Oh, ist das etwa unser Glückstag? Warte mal. Kostenlose Diamanten? Na gut, warum denn? Oh Gott, Wow! das war wirklich knapp, Das war Lami. wirklich knapp. Aber das war ja schon wieder eine Falle. Was sagst du? Meinst du das ernst? Und das ist jetzt kein Scherz, oder? Wirklich, da war so ein Junge hier und der hat überall in der Stadt paar Fallen aufgebaut. Mega komisch. Emily, ich glaube, das wird nichts mit McDonald's. Lass uns lieber nach Hause gehen, oder? Ja, lass uns ganz schnell nach Hause. Nachher sind doch die Burger vergiftet oder so. Das ist echt gruselig. Aber wer macht solche Trolls, also so Fallen in der Stadt? Das ist voll brutal, oder nicht? Das ist wirklich sehr gemein. Warum macht man sowas? Es klingelt. Soll Bist ich du? annehmen? Ja, geh einfach mal dran. Ja, okay. So. Hallo? Hallo, Lami, bist du es? Du bist doch mein Zwillingsbruder Lani. Ja, du hast es richtig. Ich bin dein Zwillingsbruder Lani. Na, wie geht es dir? Ich dachte, wir haben den letztes Mal vermöbelt und warte mal, du traust dich jetzt wieder in die Stadt, oder was? Ich hoffe, ihr seid in meine Fallen gelaufen. Die habe ich für euch vorbereitet, denn ich habe was geplant. Ich werde euch vernichten, Lami. Was? Was sagst du da? Niemals wirst du uns vernichten und tschüss. Oh Mann, der spinnt doch. Der ist mega der Psycho geworden, findest du nicht? Ich muss ehrlich sein, dass ich hier richtig Angst habe, Lami. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch irgendwie Angst, Warte wenn. mal, was ist, wenn der Postbote gar nicht der Postbote ist? Stimmt, du bist nicht der Postbote, du bist Lani, du bist nur verkleidet. Hä? Was redet ihr da? Ich muss nur arbeiten, oh Mann, jetzt lass mich jetzt arbeiten. Okay, Okay, ich glaube, das das ist ist wirklich der wirklich. Postbote. Gut, aber lass uns trotzdem nach Hause gehen. Aber Die Tür ist offen. unser Sohn. Unser Sohn! Ja, warte mal, unser Sohn, der noch gar keinen Namen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unser Sohn, du bist noch da. Oh, alles gut, zum Glück. Oh, sehr gut. Oh Gott, Lami? Emily, ich glaube, du hast einfach nur vergessen, die Tür zuzumachen. Das geht gar Wir nicht. müssen die Polizei anrufen. Die
die Polizei, aber ich glaube, du hast recht. Wir müssen aber uns und unser Kind beschützen. Der einzige Polizist in dieser Stadt ist Lix. Lix? Stimmt. Lix, wir müssen Lix rufen. Der kann uns mega gut beschützen. Der hat voll die coolen Waffen und wohnt direkt neben uns. Der hat alles im Blick. Oh ja, das ist eine gute Idee, Emily. Ich habe eine Idee. Du bleibst hier bei unserem Sohn und ich gehe Lix holen, okay? Okay, du gehst Lix holen und ich beschütze dich, Lamy Junior. Bis gleich. Bis gleich. Alles gut. Warte mal, Freunde, ich kann gar nicht mal so gut mit einem Baby umgehen, aber ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Hast du Durst? Was? Okay, dann trink einfach die Flasche aus. Ich glaube, das sollte reichen. Hilfe! Hilfe! Emily? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Emily, was ist los? Hey, Lamy, Lamy, da ist irgend so ein Junge, der hat deine Freundin entführt. Was? Meinst du das ernst, Herr Postbote? Ja, der ist irgendwo in die Richtung, wo ich hingehe, gelaufen. Und dieses Buch? Gehört dir das? Hallo? Freunde? Meine Freundin Emily wurde entführt. Oh Gott, das darf nicht sein. Das war bestimmt mein Bruder Lamy, mein böser Zwillingsbruder. Aber was hat es mit diesem Buch auf sich? Wenn du nicht willst, dass deiner Freundin etwas Schlimmes zustößt, dann übergib mir das Baby und verlass die Stadt. Bring mir das Baby zum Friedhof oder deine Freundin. Punkt, Punkt, Punkt. Freunde, was? Ich glaube, da steckt auf jeden Fall mein Zwillingsbruder Lamy hinter. Oh Gott, der will also mein Leben klauen. Der will das Baby von mir und Emily und dann auch meine Freundin haben. Das geht gar nicht, oh Gott, Freunde. So, aber ich muss jetzt machen, was ein guter Vater machen muss. Ich beschütze das Kind und Emily rette ich auch noch. Und so, Lamy, ich werde jetzt gehen und du musst hier alleine bleiben. Ich muss nämlich deine Mutter retten, okay? Ja, genau, die Mama muss ich retten, aber ich brauche noch auf jeden Fall Ausrüstung. Ich glaube, hier, ja genau, Freunde, hier habe ich noch ein bisschen Ausrüstung. So, mein Freund, mein kleiner Sohn, ich gehe jetzt los, ich zieh los, ich rette deine Mutter. So, und diesmal mach ich die Tür zu. So, und los geht's. Herr Postbote, ich rette jetzt meine Freundin. Ja, ich drücke dir die Daumen, los geht's. Oh, was? Der Postbote drückt mir die Daumen? Der war noch nie so nett zu mir. Oh, ich glaube, ich nehme einfach mal diese Abkürzung hier durch den Wald. So, ich bin nicht mehr weit entfernt, Freunde. Einmal hier durch. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob meine Freundin da ist oder auch mein Zwillingsbruder Lamy. So, aber ich glaube... Hallo? Ist hier jemand? Nein. Hallo? Lamy? Da bist du ja... Lamy! Da bin ich und da bist endlich du. Ich hab dich erwartet, aber wo ist das Baby? Du solltest mir das Baby doch bringen. Warte mal, das Baby bekommst du niemals. Das Einzige, was du von mir bekommst, ist eine Tracht Prügel. Bist du bereit? Du hast auch Eisenrüstung? Natürlich. Denkst du, ich hab mich nicht vorbereitet? Ich wusste, dass du mich hintergehen wolltest und mir das Baby nicht bringst. Also muss ich wohl mit dir kämpfen und dich umbringen. Hä? Du willst mich umbringen? Warte, du hast ein Diamantschwert, das ist voll unfair. Ich hab nur ein Eisenschwert. Naja, dann esse ich auch mal den goldenen Apfel. Bist du bereit, Zwillingsbruder? Ich werde dich jetzt für ein und alle Male besiegen. Dann los! Und los! Ich werde dich besiegen! Emily, ich rette dich! Du schaffst das, Lamy! Warte mal, warum bist du denn so stark? Ich dachte, ich bin der stärkere Bruder! Niemals! Es geht um mein Kind und um meine Freundin! Und komm schon, wie viel Leben hast du denn noch? So, ich glaube noch ein bisschen, oder? Und komm schon! Ich hab ihn, Emily. Ich hab uns gerettet. Und unser Baby ist auch in Sicherheit. Wirklich? Unserem Baby geht's gut? Oh ja, wirklich. Warte mal, bist du festgekettet? Ich binde dich einmal hier los. So, und zack. Oh,
Dank, Lami. Ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Alles gut, deswegen bin ich ja da. Der Retter der Familie, Freunde. Oh, du bist wirklich mein Held, Lami. Oh, natürlich bin ich dein Held. Und Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Freunde. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und kostenlos die Glocke zu aktivieren, Freunde. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen. Kommentiert auch was Liebes mit dem Hashtag LamiAmi. Dann habt ihr die Chance, ins nächste Video zu kommen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen beim Video ein. Das wird nämlich wieder mega, mega spannend, Freunde. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, Freunde. Deswegen, Freunde, schaltet morgen wieder ein beim Video. Und tschüss. Tschüss.